So, hier sind wir wieder bei 1, 2, 3, Oberkörper frei. Heute Bundesligaspieltag in Paderborn. Und ich hoffe mal, die Bayern werden heute in ihrem weißen Auswärtstrikot auflaufen. Und ich sage nur, wenn der Postbote zweimal klingelt, kann es nur ein Paket vom FC Bayern München sein. Und so sieht es auch aus. Das neue Auswärtstrikot vom FC Bayern München ist gestern angekommen, extra für das Spiel heute. Das freut mich sehr. So, und die Bayern auswärts in der Benteler Arena beim SC Paderborn 07. Die hießen früher nicht so. 20 Fußballfreunde haben sich 2007 am 14.08. Gegründet und Arminia Neuhaus genannt. So, und das war der erste Fußballverein in Paderborn. Und 1985 haben der TuS Paderborn und Neuhaus SC Paderborn 07 sich fusioniert. Und ab dann hießen die SC Paderborn 07. So, und ich sitze heute in meiner Reisdorf Arena leider, weil in der Benteler Arena nur 15.000 Plätze sind. Wahnsinn, ne? Und deswegen haben wir auch keine Karten bekommen. Ich selber nicht und der Fanclub auch nicht. Und zum Vergleich, in der Allianz Arena gibt es 75.000 Plätze, also 60.000 Plätze mehr. Das ist Wahnsinn. Auch zum Verhältnis. Die Paderborner haben Mitglieder von 8.331. Und jetzt hört mal zu, das war der Stand diesen Jahres im Juli von Paderborn. Und der Stand vom FC Bayern München ist von August 2011. Und da waren wir schon 291.000 Mitglieder. Wahnsinn. Ja, was soll ich jetzt zum Spiel sagen? Also, der SC Paderborn spielt zu Hause, Aufsteiger, hat nichts zu verlieren. Aber ich glaube nicht, dass sie offensiv spielen werden, sondern mit Viererkette und davor nochmal eine Viererkette werden die Bayern kommen. Und versuchen schnell zu kontern, in Nadelstiche zu setzen gegen die Bayern. Und ich glaube auch nicht, dass sie sich viel ausrechnen werden. Also mein Tipp ist 0-4. Und ja, dann, wie ich gerade sehe, ist die Mannschaftsstellung des FC Bayern München reingekommen. Im Tor natürlich Manuel Neuer, heute Boateng und Süle auf der 6. Hernandez linker Verteidiger, Pavard rechter Verteidiger, Doppel-6 Thiago und Kimmich. Dann vorne unsere Nummer 10, Coutinho, dann links Coman und rechts Gnabry und vorne natürlich unser Superstürmer Lewandowski. Also ich gehe mal davon aus, dass Lewandowski heute 2 Tore machen wird. Und dann die Reservebank, da können immer noch frische Leute reinkommen, die auch Akzente setzen können und ein Spiel entscheiden können. Besonders Thomas Müller, Alaba, Martinez, Grosor, Davids, Tolisso und fürs Tor noch Ulreich. Und ja, was ich noch sagen will, in der Benteler Arena gibt es Warsteiner. Hey, kann man trinken, das Pilz. Aber bei mir ist immer noch Oktoberfest und da gibt es noch ein leckeres, kaltes Paulaner Bier. Und dann wünsche ich euch einen schönen Fußballnachmittag, egal für welches Herz euch auch schlägt, welcher Verein. So, dann Prost, bis nachher mal, euer Michael. So, jetzt geht's los. Die Mannschaften betreten den Rasen und was man schön sehen kann, die Bayern auch. Im weißen Outfit, also das weiße Ballett heute, das stimmt mich optimistisch. Und wie gesagt, also ich tippe 4-0 für den FC Bayern München, wenn es gut läuft. Und die Bayern müssen nur schön nach vorne spielen, in die Tiefe hinein, weil Paderborn mit 4-4-2 spielen, also mit 8 Mann werden die aufrücken nach hinten, wenn die Bayern im Ballbesitz sind. Und dann versuchen sie dann schnell umzuschalten, wenn sie den Ball erobert haben. Und im Umschaltspiel mit 2 Stürmern nach vorne. Aber ich gehe mal von aus, dass der zweite Stürmer noch weiter zurück sich fallen lässt. So auf die 8 als vorgezogener Sechser. Und ja, jetzt geht's los. Jetzt wird Platzwahl gemacht. Und jetzt geht's los. Und auf geht's, Bayern schießt ein Tor. Oder 4. Mensch, Leute, Leute, das muss schon 3-0 führen, ey. Jetzt spielen wir die Coutinho raus. Machen wir 1-1. Oh. Ja! Oh, die sind doch drüber Luft. Ganz klasse. Und das Süppchen wird gerührt. Gnabry. 1-0. Yes, Sarah. Mensch, wir haben noch Zeit. Hätte schon 3 Tore machen müssen.
So, jetzt weiter, weiter, weiter. Kommt, Jungs. 1-0 und souverän weiterspielen jetzt. War wow, super Pass raus. Zack. Guck mal, das Füßchen. Oh, außen. Zack. Ah, super. Mit einem super Zuspiel. Klasse, 1-0 Bayern, weiter. Und aus dem Tor raus. Tja, was soll ich sagen? Jetzt Halbzeit. Die Bayern führen 1-0, verdient. Aber, boah, so siebte Minute war das. Also, da hätte Lewandowski das Tor machen müssen. Der hätte den noch angenommen, hätte den noch 2-3 Meter geführt und hätte ihn dann reingemacht. Also, ich sag mal, Paderborn war bis zur siebten Minute. Die haben generell gut mitgespielt. Aber da waren sie, die waren generell aggressiv. Gut, du hast nichts zu verlieren gegen Bayern. Du spielst zu Hause, ne? Und dann war das zwar 4-4-2 Anfangsformation, aber die haben gut mitgespielt, haben aggressiv nach vorne mitgespielt. Ja, am Anfang waren es 4-0 Ecken, bis die Bayern nachher das 1-0 gemacht haben durch Gnabry. Natürlich hochverdient. Aber die hätten zur Halbzeit jetzt also mindestens 4-0 führen müssen. Also die Torschance ist wieder der Thiago. Also das war ja ein Ding, der Thiago spielt den Ball da zurück. Wenn der rechts ans Außennetz. Ja, so 15 Minuten, Gnabry Tor 1-0, super. Aber Mann, oh Mann, die Torschancen, Leute, Leute, Leute. Wenn du nächste Woche Dienstag so spielst gegen Tottenham, und dann noch bei denen zu Hause. Na gut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Kovac den jetzt mal wieder sagt, Leute, Leute, konzentriert euch mal ein bisschen. Das ist nur eine Kopfsache, ist das nur. Ne? Also wie der Lewandowski, wie gesagt, da kann man doch nicht vorbeischießen. Also da ist doch, den Ball, das Tor ist leer. Junge, Junge, Junge. Und er kann seinen Rekord machen. Er könnte heute sein 10. Tor im 6. Spiel machen. Das gab es noch nie. Gut, wir haben noch eine zweite Halbzeit und ich bin optimistisch, dass die Bayern da noch 2 Tore machen werden. Aber der Thiago, Münchenskind, da war ja ein Ding da. Von der Mittellinie Rückpass. Ja, gut. Eieieiei. Das war ja was. Naja, gut. Wir hoffen jetzt, dass der Kovac sich nochmal gut motiviert und sagt: Pass auf, Leute, wir spielen zwar in Paderborn vor nur 15.000 Leuten, aber. Leipzig liegt 2-0 zu Hause zurück gegen Schalke. Also wir wären jetzt, wenn Abpfiff wäre, wären wir mit 14 Punkten vor Leipzig, die 13 Punkte haben, Tabellenführer, da wo wir standesgemäß auch hingehören. Aber du musst doch jetzt noch 1-2 Tore machen. Also 2 auf jeden Fall noch. Also ne, am besten wären ja 4, weil ich ja gesagt habe 4-0. Gut, ich kann nicht immer richtig liegen, aber so 2 Türchen möchte ich gerne noch sehen heute. Ja? Und dann bin ich mal jetzt gespannt, was die zweite Halbzeit uns bringt. Ne? Vielleicht gibt der Müller noch, weil der Komor da auch immer über die linke Seite. Ne? Yes. Naja, wir werden sehen. So, wir freuen uns auf die zweite Halbzeit und los geht's. So, jetzt baut man von hinten wieder auf. Mensch, Leute, so kommt. Eben Boateng, super gemacht. Jetzt, du kommst langsam wieder. Jetzt spiel ihm doch den Boateng. Der steht doch frei. Junge, 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 spielt doch mal jetzt schön locker aus. Ihr seid doch technisch stärker als Paderborn. So, schöner Pass. Schön, Levi, jetzt dreh dich doch mal, spiel doch den Gnabry. Jetzt rein! Oh! Den kriegst du doch noch, komm mal, komm mal, komm mal. Mach mal 1-1. Gimmisch. Oh! Ja! Continuo! 1! Super! Tor! Mensch, klasse gespielt! Geil! Tschalalalalalala! Bayern! So, 2-0, jetzt weiter! Schalke führt 2-0 gegen Leipzig, Tabellenführer! Da, wo wir hingehören, weiter jetzt! Mach noch 1-2 Tore, kommt! Super, Junge! Schön, nach außen der Kimmich, Gnabry quer gespielt und Coutinho, zack, locker reingeschmissen. Super, jetzt weiter so, Mensch. Mensch, übernimm doch mal den Mann da. Fuß vor. Oh, jasses, nee, ey. Leute, Leute, ich spiele den Paderborn. 2-1, das ist unglaublich.
Mensch, ey, wenn ihr so am Dienstag gegen Tottenham spielt, jetzt gebt mal Gas, Mann, ey. Herr Kovac, entweder bringst du jetzt den Müller und machst mal ein bisschen. Mensch, 67. Minute, 2-1. Das ist ein heißes Ergebnis wieder. Ne? Wie gesagt, Schalke für 3-0 in Leipzig. Du könntest locker Tabellenführer werden. Da musst du aber doch gegen Paderborn, gegen Aufsteiger. Mensch, die Chancenwertung, das ist doch scheiße. Jetzt gib mal richtig Gas. Mach dich so Pillepalle, Mensch. Mach noch ein, zwei Tore, ey. Junge, 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 Junge. Jetzt geh, Mensch, wieder mit Lewandowski. Oh, ja, 3-1, endlich. Junge, Junge, das hat gedauert. 78. Minute. Robert Lewandowski macht in dem sechsten Spiel sein 10. Tor. Das gab es noch nie. Tschalalalalalala. Tschalalalalalalala. Lala. Super, Jungs. So, jetzt haben wir noch 10 Minuten und dann spielt das Ding schön runter. Auf geht's. Noch ein Tor. Komm, Müller, Mensch, bist jetzt drin, gib mal Gas. Wir haben noch 7 Minuten, steht 3-1 für uns. So, jetzt Ecke aufpassen, Mensch. Im Verhältnis mittlerweile 10-4 für den SCP. Oh, was war das denn für ein Tor? Ja, leck mir mal. Das Tor ist 30 Meter, Jungs. Hey, jetzt werdet mal wach da hinten. Junge, 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 Junge. Der hält einfach mal drauf, ey. Mensch, Jungs. Unglaublich, ey. Jetzt passt auf, dass er in der 3-3 spielt. Junge, 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 Junge. Es steht 3-0 in Leipzig für Schalke. Guck mal da. Boah, das ist richtig. Ja, da kannst du es machen. Da war ein Sonntagsschuss für am Samstag. Junge, 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 Junge. Ey, jetzt halte mal die 6 Minuten da ein bisschen offen, ey. Paderborn, die sind am Kommen, ey. Halte jetzt nach vorne mal. Junge, Junge, jetzt spielt mal über die Seite. Spielt mal über die Außen. Komm mal, geh doch mal rein in die Box rein. Mensch, für wen ist der denn? Da ist doch gar keiner. Junge, 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 komm mal, du musst schon mal einen Riemen reißen, also musst du mal was Gas geben. Junge, Junge, Junge. Paderborn, nimm doch den Schneider ab, ey. Junge, 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 Junge. Oh, yes, yes, yes. Weiter geht's. Ja, das Spiel ist aus. Bayern gewinnt 3-2. Das einzige Gute an dem Spiel ist, dass Schalke in Leipzig 3-1 gewonnen hat und die Bayern Tabellenführer sind. Wir sind Tabellenführer. Gut, bei diesem Spiel jetzt gegen den Aufsteiger 3-2 zittern muss, ist natürlich nicht so gut. Tja, was soll man zu diesem Spiel sagen? Die Bayern nutzen natürlich in der ersten Halbzeit ihre Chancen nicht. Da steht es normalerweise, müsste es 4-0 für die Bayern stehen. Gut, dann führst du 2-1 gegen Paderborn. Also am Dienstag wird es dann schwer. Also Paderborn, muss man sagen, hat das sehr gut gemacht. Haben sich als Außenseiter nicht mit zwei Viererketten zurückgezogen. Haben offensiv nach vorne gespielt. Gut, Lewandowski macht da 3-1 noch nachher. Ne? Sehr gut gemacht. Natürlich sein, wie gesagt, ein Rekord, den es in der Bundesliga noch nicht gab. Im sechsten Spiel 10 Tore zu machen, heißt auch viel. Ja gut, dann kommen die nochmal 3-2 dran, Paderborn. Ja, also man muss sagen, munter putzen und dann schön weiter trainieren und am Dienstag dann gegen Tottenham in England die 3 Punkte einfahren. Und die Einstellung muss sich ein bisschen ändern, nicht so lapidar. Da, gut, oh, da 3-2 war natürlich ein Strich. Psch, da hältst du natürlich als
Neuer Welttorhüter, nichts. Gut, das Spiel über die Zeit gebracht. 3-2 gewonnen, Tabellenführer, willst du mehr? Die Dortmunder gewinnen heute auch nicht. Zu Hause in Bremen, glaube ich nicht. Aber ist auch egal. Wir müssen auf Leipzig schauen und nicht auf Dortmund. Die Dortmunder sind weiter weg. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann, euer Michael. Ciao.